Hier ist mal wieder eure Cameo-Maus, der Andreas, und heute geht's weiter mit der Farbpalette, mit dem Füllfarbverlauf. Okay, wie immer an dieser Stelle, ganz kurz und schmerzlos, ich arbeite mit einem MacBook, neueste Betriebsversion und dem Silhouette Studio in der Version 4.4.476 SSBE, und auch hier sei wie immer erwähnt SS Silhouette Studio BE Business Edition. Und auch wie immer an dieser Stelle, ich kriege da keinen Cent für, aber ich finde es einfach wichtig, empfehle ich euch die Designer Edition, weil die wirklich einige Funktionen hat, die es bringen. So, dann lasst uns einfach mal anfangen. Ich habe schon das Menü aufgemacht, also hier Farbpalette, dann auf Füllfarbverlauf gehen und es werden euch Sachen angeboten. Jetzt kann ich hingehen, markiere das Objekt, was ich füllen möchte, und sage zum Beispiel, ich möchte das Rot haben. Das funktioniert eigentlich auch, ich habe es ganz vergessen vorzubereiten, sagen wir mal Hallo und klicken mal auf das Wort Hallo und auf den Füllfarbverlauf, dann kriegt ihr auch da einen Füllfarbverlauf. Wenn ihr da hinguckt, das funktioniert also auch mit Schriften. So, dann habt ihr das gesehen. Ich habe jetzt die Wahl, das ist ein ganz einfacher Füllfarbverlauf. Das bedeutet, der geht von links nach rechts, also von rot nach weiß. Es gibt auch etwas komplexere Farbverläufe. Nehmen wir mal, na, da sieht man es nicht, nehmen wir es mal dahin. Braun, von schwarz nach braun, da muss man eine andere Farbe setzen. Oder es gibt auch die von schwarz nach grün, nach weiß, und von weiß wieder nach grün. Also es gibt, es ist relativ komplex, was ihr hier im Angebot habt. Das ist für die LGBT-Gemeinde. Ne? Da habt ihr also alle Möglichkeiten, es auszuwählen, wie es euch gefällt. Gut, das sind aber die Standardvorgaben, die ihr von Silhouette vorgegeben bekommt. Ich weiß jetzt gerade echt nicht, ob man das auch ohne Designer Edition machen kann, aber wir machen noch ganz kurz was. Transparenz kann ich hier natürlich noch einstellen. Die kann ich verändern, wie immer. Und das war es eigentlich zum allgemeinen Füllfarbverlauf. Das ist langweilig und ja, gut, ihr könnt ja noch wegklicken, dann seht ihr, hier ist Standard, das heißt, so wie gestern bei den Farben, ich kann mir auch eine neue Palette anlegen. Das bedeutet also, ich kann mir eigene Verläufe machen. Und das zeige ich euch jetzt, wie es geht. Und dazu klicke ich hier auf die erweiterten Optionen. Und das ist der Teil, von dem ich nicht weiß, ob man das mit den Standardversionen schon machen kann. Könnt ihr mir ja mal reinschreiben. So, ich zeige euch mal, das war der eine Farbverlauf, dieser, jetzt nehme ich mal den komplizierten, und ihr seht hier was. Hier unten gehen so Reiter auf. Und die sind für euch wichtig. Und zwar gehe ich jetzt mal wieder auf eine ganz einfache, damit ich nicht so viel wegklicken muss. So. Ich habe hier diese Reiter, die kann ich verschieben, damit fängt das schon mal an. Normalerweise kann ich die verschieben. Hallo? Die wollen nicht, warum wollen sie nicht? Kleine Pause. Doch, keine Pause. Hat sich geklärt, mein Problem. Also diese beiden Reiter könnt ihr erstmal nicht verschieben. Die sind fest vorgegeben. Ihr könntet aber jetzt die Farbe verändern. Ihr könnt also da dann diesem Reiter... Ihr könnt diesem Reiter zum Beispiel sagen, der wird jetzt gelb. Oder der wird blau. Und der wird jetzt gelb. Dann geht der Farbverlauf von blau nach gelb. Das ist die erste Möglichkeit, wie ihr das auswählen könnt. Ihr könnt natürlich hier wieder, wie gestern auch bei den Farben, so ein bisschen grau drunter legen, dass sich das anders darstellt. Ihr seht auch hier, dass sich die Farbe sehr verändert. So, ich nehme jetzt mal wieder neuen Palettennamen, ich nenne sie mal Test und setze die dahin. Neuer Palettenname Test. Und jetzt kommen wir zu der Sache, die ich persönlich sehr interessant finde. Ich mache mir jetzt meine eigene Palette oder meinen eigenen Farbverlauf. Dazu klicke ich jetzt einfach hier rein. Und ihr seht, ich bekomme einen neuen Reiter. Den kann ich verschieben. Dadurch verändere ich auch, ihr seht es da, oh, seht ihr hier, dadurch verändere ich auch den Farbverlauf in dem aktuellen Bild. Ich kann diesen Reiter, den ich mit dem Linksklick reingemacht habe, auch hier mit dem Kreuz logischerweise wieder rauslöschen und ich habe das ganz normale wieder. Ich kann aber jetzt auch hier so viele Reiter setzen, wie ich lustig bin.
So, und jetzt kann ich auch jedem dieser Reiter eine Farbe geben, wie ich möchte. Ich kann sagen, ich möchte den gelb haben und den möchte ich jetzt lila haben und den möchte ich schwarz haben. Und dann könnt ihr das einstellen, wie ihr lustig seid. Ihr könnt aber auch hier drüben euch Farben aussuchen. Ihr könnt da hinklicken. Ihr könnt sagen, ich möchte aber jetzt ein bisschen mehr Türkis. So, und ihr seht, dass sich das hier entsprechend ändert. Und hier kann ich jetzt verändern, noch verändern die Breite. Wie breit der einzelne Farbverlauf ist. Okay, und man kann dann auch die Seite wechseln, dass der Farbverlauf auf die andere Seite geht. Indem ich den Reiter über die andere Farbe wegbewege und zack springt er in die andere Richtung. Ich persönlich finde das mega interessant. Finde ich auch eine ziemlich coole Funktion und deswegen kann ich euch das nur empfehlen. Jetzt gehe ich hier oben hin und klicke da drauf, weil ich das jetzt gerade schön finde und sage, das möchte ich haben. Und ab diesem Tag kann ich unter dieser Palette, die sich Test nennt, die jetzt auch wie gestern hier oben erscheint, Test, ich kann auch mehrere Paletten anlegen, kann ich diese jetzt benutzen. Das mit den Hexzahlen habe ich euch erklärt. Wenn ihr die Farben von woanders übernehmt oder immer 100% die gleiche Farbe haben wollt beim Erstellen, dann ist das so. Hier habt ihr auch wieder eure Farbpalette. Das heißt, wenn ihr euch unter den Farben, wenn ihr euch unter den Farben eine eigene Palette gemacht habt, wie ich hier, dann erscheint die auch bei den erweiterten Optionen, bei den Farbverläufen. Das heißt also, ihr könnt die Farben, die ihr vorher schon ausgesucht habt, hier dann wieder benutzen. Und dann kann ich sagen, ich möchte den, ach, der finde ich jetzt doof, der kriegt dann doch die Farbe aus meinem Farbverlauf. So, das war's dazu. Jetzt gibt es noch eine Kleinigkeit. Das waren die erweiterten Optionen. Also ich kann mir selber meine Farbverläufe erstellen. Und ich kann hier nochmal den Winkel verändern. Ich kann den zum Beispiel drehen. Seht ihr das? Und rechts in dem Fenster wird mir die Gradzahl angezeigt, mit der ich gedreht habe. Und das finde ich eigentlich ziemlich spannend, diese Sache. Jetzt gibt es noch eine Besonderheit. Ich mache hier mal den Farbverlauf weg. Jetzt nehme ich dieses Feld, gebe ihm meinen Farbverlauf. Wo ist meine Palette hin? Meine Palette ist verschwunden. Moment. Test. So. Habe ich die oben ausgeklickt? Nein. Da ist doch meine. Ich bin auch zu blind. So, die kriegt jetzt meinen Farbverlauf. Und jetzt habe ich noch eine Kleinigkeit, die nicht direkt mit damit zu tun hat, aber dieses Werkzeug gibt es ab der Designer Edition, wenn ich mich nicht täusche. Ich habe jetzt dieses Rechteck gemacht. Ich habe eine dicke Linie gemacht. Ich habe einen Farbverlauf gemacht. Und ich möchte, dass dieses Rechteck genau so wird. Dann gibt es mit dem Werkzeug hier drüben, mit der Pipette, die Möglichkeit, die Eigenschaften einer gewählten Form, also gewählt hast, ich muss erst wählen, wer es bekommen soll, gehe auf die Pipette und gehe jetzt hier rein. Und dann seht ihr, die bekommt sowohl den Farbverlauf als auch die Linienstärke und die Linienfarbe. Es wird alles mit dieser Pipette übernommen, das heißt, ich könnte jetzt viele Objekte, es geht auch mit mehreren Objekten, ich mache es mal zurück mit Command Z oder Steuerung Z. Ich klicke jetzt auch mal hier drauf und nehme jetzt die Pipette, klicke hier rein und ihr seht, das funktioniert hier auch, nur bei der Schrift, okay, ne? Die Schrift ist ein bisschen klein, um das hinzuhaben, aber da seht ihr es, wenn ich so richtig groß ziehe, ist es auch mit drin. So, es war doch nicht so lange wie erwartet. Ich denke, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, es hat euch ein bisschen Freude gemacht, ihr habt wieder was gelernt. Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag. Bleibt gesund und fit. Lasst euch nicht von Covid ärgern. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder mit dem nächsten Tutorial. Tschüss, bis dahin. Ach ja, vergesst nicht, Abo, Daumen hoch oder vielleicht auch die Glocke drücken. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal. Eure Cameo Maus, der Andreas.